Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Amazia, A Machine for Pigs. Manche sagen natürlich auch Amnesia, Latein. Ich komme! Haltet aus! So, der ist schon auf grün. Set them free. Set them all free. I live. I breathe again. I rise. I will rise to bleach the sky and still the water. I will spin the world wheel and set the future upon the path to redemption! Where are my children? You promised me my children! My time is come! More pig! More pig! Okay. Da war ja klar, dass der uns reinlegt. Boys, I'm sorry. I'm so sorry. Ihr Herz rausgerissen. Mendes, Saboteur, du darfst nicht reinkommen. Nein, du darfst nicht reinkommen. Du musst im Garten schlafen. Böses Schweinchen, schmutziges Schweinchen. Du stinkendes, schmutziges Tier. Du böses Kind, du stinkendes Kind. Du Dreck. Also habe ich irgendein Schweinemonster wieder zum Leben erweckt mit dieser Maschine. And emerging, I raised my head to an uncaring sun and I cursed this world of pain and despair. This civilization built on the ricketed bones of the unfortunate, on the greed and swell of mammon and empire. Cradling a stone egg in my jacket, I kissed my children farewell and I crawled my way home. Ah, Licht, sehr gut. Wir können nicht schnell rennen. Funktioniert nicht. Sieht das nach Ende aus? Finale! Dezember 1899. Kann sich ein Mann neu gestalten? Sich selbst bis auf die Grundmauer niederreißen und neu anfangen, nachdem er sich vergegenwärtigt hat, wer er ist, zu was er geworden ist? Sind das unsere Seelen? Ein Haufen winziger Zahnräder und Uhrwerke? Komplexe Maschinen, die einem Zweck dienen, den wir nach gründlicher Überlegung ändern können? Kann ein Mann definiert, durch seine Handlungen definiert, durch das, was er nun abstoßend findet, sich zur Sabotage dieses Körpers, seiner Maschine aufmachen, bis diese Kinder seine Seele sich von Neuem bewegen? Und kann er mit Hoffnung im Herzen an einer neuen Sonne, in einem neuen Jahr, einem neuen Jahrhundert aufwachen? All dies frage ich mich, als meine Hände nach dem freiliegenden Drähten greifen. Kann eine Kreatur wie ich Wiedergutmachung leisten? Und falls nicht, so wäre der Tod unter meinen Schöpfungen gewiss besser als ein Leben als Monster. Ein paar Schweineköpfe wieder. Und ein Eintrag.
Ah, den ich jetzt nicht aufrufen kann, hier drin an der Leiter. Okay. So. Betrug. Es ist also getan. Ich selbst war der Saboteur und die Stimme am Telefon war seine. Aber was ist nun mit uns? Worin besteht die Verbindung? Ich kann doch wohl nicht für alles verantwortlich sein, was ich über mich sehe. Ich erinnere mich nicht an gar nichts. Allein an den Moment, in dem die Welt gespaltet wurde und die Innereien der Menschheit aus einem aufgerissenen Körperöffnung in mein eigenes gegabeltes Herz fielen. An den erinnere ich mich. Also der hat so eine Art gespaltene Persönlichkeit, wie es aussieht. Druckregler. Also ich habe eine gespaltene Persönlichkeit, da ich ja diese Person spiele. Warnung. Zugang zu Dampfabzug nur bei niedrigem Druck. Das Where Beste. Are they? Where are my children? Why do you ask, Mandus? You know the answer well enough. Also wahrscheinlich verrückt geworden und hat sich selber umgebracht. Genau, das meinte ich am Anfang. Ich war ja noch nicht in dieser Kammer drin gewesen. Die haben wir irgendwie umgangen. Jede Menge Rauch. 31. August 1899. Kinder sind wirklich die wunderbarsten, nützlichsten Kreaturen, die man sich vorstellen kann. Die Unglücklichen vom Waisenhaus haben sich für die Reinigung der größeren Dampfrohre als unverzichtbar erwiesen. Das Material von Schlachten scheint zwar an der Quelle tatsächlich zu vaporisieren, schwebt aber wie Staub durch die Luft und lagert sich in den Rohren ab und verunreinigt sie. In regelmäßigen Abständen schalten wir deshalb den Druck ab und schicken einen unserer kleinen Kobolde in die Rohre, um dort die Fettablagerung abzuschrubben. Und so marschieren unsere kleinen Entdecker in die Dunkelheit, bewaffnet mit nur einem gekürzten Besen. Sie müssen sich aber beeilen, denn den Druck können wir natürlich nur für kurze Zeit unten halten. Ansonsten riskieren sie, gefangen im Rohr von den überhitzten Dämpfen gekocht zu werden, wenn sie zurück ins System strömen. In solchen Fällen müssen wir hinterher ihre Kameraden hineinschicken, um die abgekühlende Sauerei zu beseitigen. Von den Überlebenden weiß ich, dass man über die Rohre jeden erdenklichen Ort im Komplex erreichen kann. Ich lächle und sage ihnen, dass ich sehr stolz sei, und dann verfüttere ich sie an die Schweine. Eieiei, krank. Automatischer Druckregler, Abschaltung. Aha. Also können wir nur ganz kurz in die Rohre und müssen uns sehr wahrscheinlich beeilen. Da können wir auch nichts drehen. Ah, eine Sicherung können wir rausnehmen. Sehr gut. Nehmen wir doch die auch mal raus. Machen wir hier alles kaputt. Ich bin der Saboteur. Ah, Zerstörung. So, wir können auch nichts drehen hier. Also wird jetzt irgendwo was aufgegangen sein. Ah, wir müssen uns beeilen. Hier ist es ja. Dann sputen wir uns mal. Ah, nein! Ja, zu spät an die Leiter gegriffen. Will it hurt them? A cleansing fire always burns, little Mandus, but it purifies and it makes anew. Did it hurt to carve out the fevered flesh? Did it hurt to cut free the gangrenous foot? Ask instead this. Can we save them? When did I say that? That is not me. That is not me! Okay, Licht geht nicht mehr. Spielsachen. Also nicht wundern, dass das so langsam ist. Ich kann mich nicht schneller bewegen. Das funktioniert hier gerade nicht. Und es ist auch alles sehr verschwommen und dunkel. Da die Lampe. Kann ich sie berühren?
Okay, ein Schwein ist bei mir. 1. Dezember 1899. Ein Löffel Medizin, sage ich, und es ist ein Silberlöffel, den du schon bei deiner Geburt hieltst. So war es für Mama noch schmerzhafter, aber du hieltst ihn so krampfhaft fest in einer kleinen, schreienden roten Faust. Später hast du versucht, im Garten mit deinem Löffel ein Loch bis nach Mexiko zu graben, sehr wahrscheinlich, und dann hast du mit deinem Löffel Würmer gegessen, um dich zu nähren. Dies war derselbe Löffel, den du deinen Zwillingen gabst. Und dann grubst du mit ihm ein Loch in ihre Uhrwerkseelen und aßt ihre Herzen unterwegs wie Suppe, um dich zu nähern. Mein dicker kleiner Maulwurf, wohin willst du als nächstes graben? Frage ich dich, du und dein kleiner Silberlöffel, gemacht aus dem Silberrückgrat deiner Kinder. Okay. Eingewickelt in die Haare deiner verblichenen Geliebten. Oh mein Gott, Lilibeth, mein Liebling, was ist aus mir geworden? So, wir können wieder Licht machen. Problem ist, hier war gerade eins von diesen Schweinen. Gaunert das hier noch da rum. Bleiben wir besser mal geduckt. Oder? Hier war das ja irgendwo. Gefahr. Zur Vermeidung von Druckrückschlägen korrekte Platzierung der Schaltkreise prüfen. Getötete Kinderarbeiter diesen Monat 17. Genau. So, da können wir hoch. Flucht durch die Rohre. Wenn ich meine Bosheit Kinder in die Rohre schickte, um sie zu reinigen, so gibt es wahrscheinlich noch einen anderen Eingang, durch den ich diese giftigen Maschinen Mahlstrom entkommen kann. Ich werde das Brennen in meiner Nase ignorieren, das die Dämpfe dieser gottlosen Verbindung X verursachen, mit der diese Maschinen betrieben werden. Und ich werde zum Saboteur werden. Ich werde das Drucksystem zerstören, damit ich ohne Angst in die Rohre gehen kann. So, Drucksystem zerstören. Schauen wir uns mal um. Da hinten vielleicht. Okay, da kann ich nicht lang. Dampfabzug. Überall um mich herum sind der Donner der Maschinen und kochend heiße Dampfstrahlen. Hier kann ich nicht vorbei, ohne mich zu verbrühen. Ich bin ein Hummer mit geplatztem Panzer. Meine Durchblutung ist eingeschränkt, mein Lebensantrieb beeinträchtigt. Der Dampf wird mich kochen, es sei denn, ich kann ihn irgendwie abschalten. So, haben wir irgendwas in der Nähe hier? Ein Rad zum Drehen oder so? Licht. Neues Wort. Mendes heißt der Saboteur. Anscheinend ist das Drucksystem tatsächlich die Achillesferse dieser Einrichtung. Das habe ich bei meinem ersten stümperhaften Sabotageversuch übersehen. Wenn ich den Dampf umleite, kann ich Chaos und Verwüstung anrichten. Problem ist, jetzt ist ja wahrscheinlich Alarm. Alarm! Was ist das für eine Tür? Die ist zu, okay. Ich glaube, durch diese Tür kam ich eben. So, nehmen wir doch das Rohr noch auf. Der Druckregler, eine Art von Dampfregler. Ich wette, ihn auszuschalten könnte durch einen sprunghaft ansteigenden Dampfdruck katastrophale Schäden anrichten. Zur Zwingung eines vorübergehenden Stillstandes der Gesamtmaschinerie sicherlich ausreichend. Dadurch sollte der Dampfdruck dann fallen. Oh Mendes, du gerissener alter Sack. Ich kann fühlen, wie sich diese Schrecken, diese Trauer, dieser Betrug zur Raserei aufkochen. Ich werde nicht aufhören. Ich werde niemandes Sklave sein. Wenn diese Maschine mein Erbstück ist, so bin ich der Übermensch.
So, machen wir hier mal wieder einen Break. Bis zum nächsten Mal. Euer Jojo.